Jo, hallo und herzlich willkommen zu Cry of Fear. Da ich mit dem Fred schon mal angefangen habe, eine Koop-Kampagne zu spielen, die ja nicht so wirklich berauschend war, habe ich mir gedacht, ich gucke mal, was so die vorinstallierten Solo-Kampagnen zu bieten haben. Da sind ja einige verfügbar und ich denke mal, Hotel of Terror hört sich doch gut an. Starten wir mal rein, Medium. Medium Rare. Gut durch, blutig. Blutig ist nur das Stichwort. Bestimmt ist unser Auto kaputt gegangen. Wir sind jetzt ganz alleine auf irgendeiner Straße. Wenn es regnet, ruckelt das irgendwie bei mir. Das ist voll komisch. Schön dunkel. Ist wahrscheinlich irgend so ein Park oder so. Where's my bed? So, wir sind wahrscheinlich hier komisch aufgewacht. The Weeping Beach Inn. Gehen wir durch? Ja, da können wir durch. Schön umgucken, ob irgendwas rumliegt. Das ist manchmal sehr versteckt am Boden. Kann man mal leicht übersehen. Schon da wie in der Hotel. Oh, jetzt sind wir doch da. Ist hier irgendwas? Nö, sieht nicht so aus. Auf der anderen Seite auch nicht. Wäre auch zu schön. Oben steht eine einsame Pflanze. Haben wir hier irgendwas? Leider nicht. Da wahrscheinlich auch nicht. Noch eine schöne Pflanze. Und es regnet sogar durchs Dach durch. Krass. Wir gehen einfach mal ins Hotel rein. Ins Hotel of Terror. Hä? Wahrscheinlich hat uns jemand die Tür. Jemand hat die Tür zugemacht. Das ist aber ein kleines Hotel. Zettel, we are haunted. Danke für den Hinweis. Was haben wir da? A dusty tape recorder. I can record my thoughts and experiences here. Warum willst du das tun? Kann man nicht ausmachen, das Licht? Ist das irgendwas? Nein. Ist zu. Auch zu. Oh, schönes Bild. Sieht aus wie der Fred. Der G-Mod. Bloß, dass der da mal ernst guckt und nicht so überrascht. Liegt hier irgendwas? Nee. Ist auch zu. Hier unten ist. Auch zu. Natürlich, wir müssen nach oben. Zimmer 102 ist zu. Was war das für ein Zimmer? Oh. Hier ist nichts. Da ist nichts. Da geht's runter. Wahrscheinlich kommen wir jetzt auch nicht mehr so zurück. Na ja, klar, dass es zu ist. Springen wir mal runter. Ich hab Angst. Hier ist es dunkel. Ein Schlüssel. Gut. You got the rusty key. Für was ist der rusty key? Ich gehe nochmal nach oben. Wir waren in Raum 101. Da kommt nicht rein. Das ist doch verdächtig, dass hier so die Tür halb aufsteht. Beziehungsweise nur so ein bisschen. Lol. Das? Irgendwelche Scheiben. Ich
Hilfe. Ich will mich unter dem Bett verstecken. Darf ich weiter? Mach hier jetzt eigentlich irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Und bloß irgendein dummer Raum. Ja. Ja, ich will nicht aufmachen. Schütz mich, Lämpchen. Oh, tut mir leid. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Haben wir denn irgendwas dabei? Nö, nur den Stift wollte ich gerade sagen, aber einen Schlüssel. Okay, wir gehen mal raus. Das ist fies, dass man zur Tür guckt. Alles klar. Sieht safe aus. Rusty Key, für was benutzen wir den denn? Ach nee, da waren wir schon drin. Ach, scheiße. Hab ich mich schon gefreut. Dann ist es wohl hierfür. Door is locked. Kann man leider nicht benutzen. Kann man den hierfür benutzen? Nein, kann man nicht. Kann man den hierfür benutzen? Nein, können wir nicht. Können wir den hierfür benutzen? Nein, können wir nicht. Wo waren wir jetzt nicht drin? Da waren wir nicht drin, ne? Upsala. Nein, ich will den nicht kombinieren. Können wir auch nicht benutzen. Hier oben. Aha. Na, da wird sich doch bestimmt jemand verstecken. Wenn hier schon an meiner Tür geklopft wurde. Hier irgendwas? Das war's. Ich muss mich jetzt ausrüsten. Aua, aua, ey. Wieso habe ich das nicht ausgerüstet? Use. Aua. Was ist das überhaupt, was ich da gerade aufgehoben habe? Meine Güte. Scissor Blade. Left half. Maybe I can use it to open doors. Also, ich hätte es lieber gerne als Waffe benutzt. Ist was drin? Nein. Ist auch nichts. Können wir da rein? Ich will es nicht kombinieren. Nee, da kommen wir nicht rein. Also gehen wir wieder zurück. Über das Geländer springen können wir leider auch nicht. Hier waren wir noch nicht drin. Auch nicht. Meine Güte. Hier. Nö. Hier. Hey, das geht. Ich will da aber irgendwie nicht rein. Eine Küche. Eine ziemlich große. Oh, das habe ich jetzt aufgehört. Achso. Tun wir die gleich mal auf Slot 1. Wer weiß, was noch kommt. Was uns noch in die Kehle will. Wieso habe ich keine Hand? Direkt bitte. Und du, lass mich bitte in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich. Die blutet. Wo soll ich denn jetzt hin? Was habe ich überhaupt aufgehoben? Ich glaube, Schlüssel. Ich komme da nicht weg. Ih! Die hat ein kleines Baby da. Ist aber ein Noob. Platsch. Weggesnackt, die Alte. Oh Gott. Oh Gott, ich will hier weg. Aua. Ich weiß nicht mal wohin. Okay, der ist da festgebackt anscheinend.
Oh, nicht mehr. Na, schlag doch mal zu. Batsch. 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 Zum Glück kann er uns nicht treffen. Das Mistvieh. Jetzt fall doch mal um. Endlich. Was geht mit dir? Keine Ahnung, ich will's nicht wissen. Doors locked now. Das ist schon wieder eine alte. Die kam hinter uns, ne? Da sind wir ja durchgekommen. Wo müssen wir jetzt hin? Ich weiß es leider nicht. Komm her. Aua. Aua. Immer schön taktisch vor und zurück. Bam. Was ist mit dir los? Alter, das ist ja schon wieder. Ja, du hast nichts drauf, Baby. Ganz vergessen. Selbst mit Fäusten bin ich besser als du. Und dahinter ist noch so ein kleines Mistvieh. Das kommt uns dann bestimmt angerannt. Entgegengesprungen. Wenn wir das. Wenn wir die Alte hier umgenockt haben. Na, los, fall um. Ups. Meine Güte. You unlock the door. Danke. Schnell weg. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Oh. Ja, nö, ist klar. Da ist ein Grab. Oder ist das einfach nur ein Stein? Hä? Alter, wo bin ich denn jetzt? Ah ja. Holy shit. Just a dream? Ich denke nicht. Boah, ist das hell. Conclusion. Simon finally awoke from his terrible nightmare and decided to leave the hotel. Na, hoffen wir mal, dass das so, Achso, das war's schon. Thank you for playing. Bitteschön. Patz. Shots fired. Null. Ja, super. Wie soll ich noch was feuern? Custom Campaign. Ha. Machen wir mal als nächstes. Mal sehen, wie das so ist. Immer wenn ich aufnehme, muss ich die ganze Zeit gehen. Ich weiß auch nicht, was los ist. Und wo sind wir jetzt? Introduction. I loved her. We were in love. Yes, the bond between us can't be broken by anything. But I see it in her eyes. A fear. But a fear of what? While I'm here to protect her, what could she be scared of? Gerade noch so fertig gelesen. Oh, ich hab schon gedacht. Jonathan Lockdown Jones. Und hier sind wir nun. Das ist unser Haus. I think it's fake a door. I think this is a fake door. Mhm. Warum sollte das eine fake door sein? War das gerade, weil ich die Tür aufgemacht habe, dass das... Irgendwie kam mir das so vor, ich habe die Tür noch nicht mehr wirklich aufgemacht. Das kam schon irgendwie ein Geräusch. Factor, Factor. Jetzt müssen wir doch in den dunklen Raum. Na, super. Alter. Oh, er hat mich erschreckt. Give me the knife.
Equippen wir das mal. Komm her. Was du kannst, kann ich auch. So halbwegs. Bam. Gut. Zack. Was haben wir hier? Haben wir irgendwas zum Aufsammeln? Wahrscheinlich nicht. Tun wir mal hier auf 1 und auf 2. Da können wir auch nichts aufheben, da auch nicht. Wir müssen wahrscheinlich wieder raus und da wartet schon wieder was auf uns. Oh. Na, die gehen zum Glück schnell down, die machen aber auch gut Schaden. They're waiting for you, darling. Upstairs with love. Her. XO, XO. Na, also, ich will nicht da hoch. Immer da. Natürlich, natürlich. Der Gang war gar vorher nicht da, ne? Hallo? Ich kann mich nicht bewegen. Ich will da nicht hin. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich will nicht zur Tür gucken. Passiert noch irgendwas? Weil ich kann mich nicht mehr bewegen. Vielleicht hätte ich nicht sprinten sollen. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann schenkt mir doch einen Daumen nach oben und abonniert mich. Hat euch das Video nicht gefallen, ist ein Daumen nach unten auch okay. Aber dann hinterlasst auch ein bisschen Kritik, Lob, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Denn das hilft mir bei den Videos weiter.